Jaus wieder bei Pokémon Platin Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir uns weiter hier durchgekämpft, haben doch so einiges zu beklagen gehabt, wenn ich aber so auf meinen Zettel gucke, ich schon wieder ein bisschen was her, das ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ja, wir wollen nun weiter diese Route machen, oder diesen Teil dieser Route, weil da haben wir noch ein bisschen was offen. Polizisten wollen eher nicht gegen uns kämpfen. So, den würde ich eigentlich gerne schon als Doppelkampf nehmen. Helioferros. Das klingt gut. Jetzt guck mal bitte weiter nach zur Seite. Perfekt. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Oder so. Schauen wir einfach mal. Das. Ich gehe auf die Nerven. Das ist nicht gerade nett. Das ist einfach so zu sagen. Das ist Roselia, dort macht mir gerade ein bisschen Angst. Vor allem halt in Hinsicht auf meinen Ferros. Oh. Ja. Ich werde jetzt auf Hydroxium. Ich glaube, da möchte ich nicht drin bleiben. Könnte gefährlich sein. Nicht auf Helio. Ach gut, keine Verwirrung. Weil ich glaube, Geschwätz kann. Boah, zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit verwirren. Ja, da käme jetzt hier. Das hätte Ferros sowas von getötet. Wir brauchen nicht noch mehr Opfer. So, dich weg. Und. Lass Helio in Ruhe. Oh, gut. Alter! Das war eine Menge Schaden. Aber gut, wenigstens ist Roselia schon mal weg. Muss ich erstmal jetzt wieder auf Fairlock einstellen. Das ist jetzt schon wieder, ich glaube, eine Woche her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Muss mal gucken, dass ich hier nichts Böses mehr tue. Folienschlag, okay. Erstmal gekrittet werden. Direkt zu Beginn. Läuft! Okay. Aber das Plottergeist sollte hoffentlich auch kein Problem sein. Perfekt. Hat ja doch ganz gut geklappt. Was machen wir unser nächstes Level Cap? 32. 32? Nee. 37. Wir haben ja die vierte Arena schon geschafft. Was? 34? Echt schon? Moment, jetzt muss ich kurz mal gucken. Ja doch. Ich habe 4 Arenen. Das heißt, die fünfte ist mit 37 behaftet. Okay. Und ich habe noch nicht einmal die Dingens, das Level Cap der nächsten Arena erreicht. Okay. Fragezeichen. Also langsam haben wir auch hier alles durch, ne? An Stuff, das wir machen können. Achso, die wächst noch. Weil es ist ja jetzt nur noch diese Route. Dann haben wir alles. Herr Reichedel. Sein Name. Habe ich was mit Zerstörer dabei? Oh ja. Ah, Silico. Komme ich überhaupt an irgendetwas dran da oben? Da nicht. Da komme ich dran. Ich hätte auch darauf verzichten können, aber okay. Nichts, was ich jetzt zwingend brauchte. Nicht kämpfen. Da können wir nochmal einen schönen Doppelkampf machen. Vielleicht können diesmal Helio und Ferros zusammenkämpfen. Wie sieht es eigentlich bei denen von den Strikes her aus? Jetzt muss ich aber nochmal nebenbei mal drauf schauen. Ferros hat einen. Silico hat. Ist er denn? Zwei. Genau, der war ja. Wow. Könnte ja schon fast keine bessere Aufstellung für Ferros sein. Oh cool, ich habe Chlorophyll bekommen. Eigentlich könnte ich mir mit Umwandlung eine Psycho-Pokémon machen und damit mit Psy-Strahl mehr Schaden machen. Das ist die Idee. Ja, Hydroxy. Ich glaube, bei allen anderen wird das nicht viel bringen.
rechte Hand machst du? Okay. Was kommt jetzt? Blubstrahl? Jetzt bin ich Typ Psycho. Metallklaue. Okay. Das war ja süß. Moment, nee, andersrum. Du greifst Blibren an und du greifst Kikugi an. Also ein Blubstrahl, der könnte wahrscheinlich wehtun. So, wie viel hat denn Torboga? Oh, wie viel Schaden? Erstmal hingucken, nicht, dass ich da plötzlich einen Strike übersehe. Ja, macht guten Schaden. Kommt das wieder rechte Hand? Nein, diesmal nicht. Okay. Torboga hat gar keinen. Okay. Man muss ja erstmal wieder in alles reinfinden hier. Ah, doch, so ein Psy-Strahl mit Step dann. Macht guten Schaden. Und Ferus Level 29. Entwickelt sich erst auf 37, glaube ich, war das. So dem Dreh. Also dank des Randomizers 37. Ey, war gut Geld bekommen. Da sehe ich ein Item. Ein Grünstück. Okay. Könnte ich theoretisch für einen Attackenlehrer benutzen, aber... Ja. Ich hatte jetzt nochmal gefragt, wie das jetzt ist mit dem Untergrund. Und da wurde also der Vorschlag, der mir, glaube ich, noch am besten gefallen hat, war das, wo stand alle drei Arenen wieder 20 Versuche. Und quasi das letzte Mal, bevor man bei der Liga ankommt, weil das sind ja nur 8 Arenen, quasi bevor man bei der Liga ankommt, auch nochmal... Ja, das macht immer die Siegestraße schafft, nochmal 20 Versuche. Ich glaube, das klingt ganz gut. Darauf können wir uns einigen und wir sind durch. Das heißt, wir haben jetzt schon alles gemacht, was wir machen können. Hier alles, hier ist auch schon alles fertig und hier alles, also... Eigentlich ist es Zeit für die Arena. Ich habe das Gefühl, die wird mich komplett auseinandernehmen auf dem Level. Wir können ja mal gucken, wie die Trainer so sind. Wie gesagt, wir werden dann wahrscheinlich so machen, alle drei Arenen, 20 Versuche. Plus nach der Siegesstraße in den letzten. Und dann gucken wir mal. Oder war das andere? Nee, oder war der andere Vorschlag auch gut? Okay, machen wir es mal so. Ihr stimmt jetzt über in dem Part nochmal drüber. Entweder alle drei Arenen und nach der Siegesstraße nochmal einmal 20 Versuche. Oder nach jeder Arena 10 Versuche. Ihr dürft jetzt abstimmen. Damit du jetzt auch noch kämpfen willst. Hoppla! Ja, ich kann sagen, ich hätte nicht bei jedem unserer Reform. Nein, wie läuft so platt? Da kann ich am Hauptpeppel in deiner Pokémon wie? Dann wollen wir nochmal sehen, wie ihr 10 Meter weit geworden seid. Okay. Dann bist du auch zuerst dran. Bitte überfordere mich nicht mit deinem Level. Yo! Sag doch, bitte überfordere mich nicht mit deinem Level und dann holst du mir meine 34er Pokémon raus. Yo! Wir sind eindeutig total unterlevelt. Aber so richtig hart unterlevelt. Ich merke schon, ich werde ja wahrscheinlich jetzt nie wieder treffen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Yo! Oder Ferus sagt einfach, nö, ich treffe jetzt einfach. Hallo? Und ich töte jetzt einfach. Jo, läuft bei Ferus. Was kommt jetzt? Roselia. Was ist denn meine beste Antwort auf Roselia? Phosphorus wird wahrscheinlich den Pflanzenattack noch am besten aushalten. Oh, schönen Ball hast du da. Immerhin nur gegen Megasauger, nicht Gigasauger. Na, das hat trotzdem ein bisschen weh. Die Sache ist, ich werde dich sicher nicht one-hitten können, oder? Ist das gleich stark eigentlich? Das ist ein bisschen stärker, ne? Ah, 20 KP etwa. Two-Hitten? Lass es ein Two-Hit bitte sein.
Bitte was? Okay. Was habe ich jetzt nicht erwartet? Alter. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen verguckt. Das waren doch ein bisschen mehr als nur 20 KP. Das waren 25. Phosphorus, der war leider ein kleines bisschen unnötig. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Hattest du? Ne, du hattest bisher noch keinen Strike. Dafür kriegst du jetzt instant 2 Strikes. Hallo, Pliprin 436. Holy shit. Ja, Silico dann, ne? Vor allem 36? Und es ist nicht entwickelt? Ich bin froh, dass es nicht entwickelt ist. Alter! Erstmal gekrittet werden. Habe ich irgendeine Sauger-Attacke? Ja, ich habe Mega-Sauger. Danke, dass du zum Blubstrahl übergewechselt bist. Ich glaube im Endeffekt sogar mehr als der Schnabel, wenn er dich gekrittet hätte. Oh, wir generieren sogar richtig gut KP. Na gut, dann benutzen wir unser erstes Heil-Item. Und ich versuche mich dann... Also ich habe so ungefähr, ich denke mal so ungefähr, das was er mir abzieht, heile ich mit Megasauger wieder hoch, dank der Großwurzel. Von daher sollte das auf längere Sicht funktionieren... Einiges an Schaden, ne? Na gut, wir sind noch 8 Level tiefer. Alter! Stop them Crits! Ja. Ich muss leider direkt das zweite Highlight-Item auch verwenden. Das nur, weil der Sack mich weggekrittet hat. Dann wechselt er wieder zu Schnabel. Das macht wenigstens weniger Schaden. Das kannst du gerne weitermachen. Natürlich kommt er wieder der Blubstrahl. So, holen wir das mal wieder ein paar KP von ihm zurück. Ich habe das Gefühl, weniger Schaden gemacht als vorher. Aber na gut, jetzt sollte ich ihn aber auch wegkriegen. Alter. Was war das denn bitte für eine Roll jetzt? Waren wir nicht sonst bei 25 KP herum? Oder 30? Meine Güte. So, ein Pokémon hat er noch, aber ich habe leider keine Highlights. Ich hoffe, sei bitte nichts Schlimmes. Ponita. Das ist okay. Das kann ich besiegen. Alter, ne? Hier, Kali. Wenn Kali es nicht schafft, kann Ferus es versuchen. Wir haben auf jeden Fall genug gute Pokémon dafür. Stampfer. Das könnte wehtun. Aber es geht. Aquawelle. So. Blubber hinweg. Wobei, ich hätte sowieso wechseln müssen, weil... Ja. Weil das natürlich erstmal verwirren muss. Wie sieht es denn eigentlich aus? Der fünfte jetzt. Eigentlich hätte ich schon gerne mal einen Gastrodon. Wenn ich ehrlich bin. Ich muss ja so oder so irgendwann mal ein, zwei Freischeine verwenden. Könnte ich jedenfalls auch dafür verwenden. Und irgendwann mal einen Gastrodon bekommen. So, Ponita. Doch, heul doch nicht so rum. Immer diese Heulsusen. So, Kampf geschafft. Irgendwie. Meine Güte. Was? Was verloren hab? Vielleicht ist es ein bisschen stärker geworden, aber das habe ich gar nicht geschickt, sonst hätte ich natürlich gewonnen. Ah, willst du was wissen? Ich bin jetzt leider mein Herr Marinus. Bald werde ich die ganze Welt kennen. Okay. Ich gehe erstmal heilen.
Was war das? Level 36. Ja, okay, ist klar. Ich bin ein bisschen unterlevelt. Ich hab's verstanden. Ich glaube, ich muss für den nächsten Part mal ein kleines bisschen was machen. Ich gehe mal rein und guck mal ganz vorsichtig so die ersten Pokémon an. Womit wir es da zu tun haben. Die werden ja wohl nicht alle total überlevelt sein. Oder wir unterlevelt. Das Level Cap. Der Pokémon von 33 bis 37. Also werden die wohl in der Arena wahrscheinlich so um Anfang 30 herum sein? Oder? Schauen wir mal kurz. Pokémon. Sein Pokémon und sein Geist sind stärker geworden. Na dann. Wie die Fass. 32. Yo. Ja. Hyperzahn. Er könnte etwas wehtun. Oh, es tat ein bisschen weh. Die Sache ist, möchte ich Silico für die Arena im Endeffekt entwickelt haben oder nicht? Ehrlich gesagt eigentlich nicht. Weil wenn er nicht entwickelt ist, hat er immer noch eine Wasserresistenz. Weniger Stärke, aber ich glaube, die Wasserresistenz ist da doch sehr wichtig. Kann Bidifas überhaupt Wasserattacken? Kann gähnen. Immerhin. Ja, ich muss mal für den nächsten Part mal gucken, wen wir wie weit trainieren. Ich denke mal, da der Arenaleiter mit 33 anfängt, werde ich wahrscheinlich auch so bis 33 trainieren. Und dann, ja, kämpfen wir uns halt durch die Arena durch. Die paar Trainer. Weil wenn wir den Großteil eh jetzt schon besiegen, kann ich vielleicht auch 34 machen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir können auch schon mal so ein bisschen mit der Arena anfangen. Da lang. So viele Trainer, glaube ich, sind das gar nicht mal. Wobei, doch. Mindestens 5. Oh, Welser. Das ist sehr gut. Da haben wir mit Silico genau das richtige Pokémon vorne. Hat der nicht auch einen Welser gehabt? Den sieht jetzt 7. Das ist okay. Jetzt habe ich wieder weitergekrittet. Fun Fact, das ist jetzt der Part mit den meisten Crits, die bisher geschehen sind. Am Stück. Hui. Das hat schön geheilt. Intensität 5, okay. Sache ist, selbst wenn wir jetzt gleich auf 5 kommen, wird das ja nichts... Oder? Wie habe ich das dann gesagt mit der Regel mit den Strikes heilen? Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher, ob ich auch quasi unter ein Out wieder runter kann. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich muss mal meine Regeln nochmal reingucken. Der war eindeutig unnötig. Und damit, Chalcarain, bist du bei 5. Das finde ich jetzt nicht so geil. Wenn mein Haupt-Pokémon für die Arena sich hier langsam kaputt krittet. Na gut, komm, machen wir weiter. Ich bedenke, wie viele Pflanzen-Pokémon ich anfangs doch hatte. Mittlerweile. Hatte mal mehr, ne? Ich merke schon, die Arena wird echt, die wird nicht leicht. Das Wingull da ist aber auch leider ein bisschen doof. Dementsprechend muss... Ich glaube, Hydroxy macht da noch den besten Schaden mit Fliegen. Gut, ist nur ein Ruckzuck-Keep. Bin ich schneller? Nein. Aber schön, dass er nur Ruckzuck-Keep macht. Ja, doch, ich bin gespannt, was ich für die gegen den Arena-Leiter machen kann.
Wow. Hydroxy, bitte. Triff doch mal besser. Und damit war das der 5. Crit. Das heißt... Warte. Ja, toll. Wow. Hibringal. Danke dafür. Da haben wir es jetzt einmal geschafft, dass die Regel theoretisch wirken könnte. Schön, dass wir beide erstmal ruckzuckieb machen. Und dann erwischt es ein Pokémon, das einfach noch keine Strikes hatte. Ja. Oh Gott, oder ein Pelipper. Ich gehe dann mal. Das kann jetzt nur noch Helio schaffen. Ja, wie gesagt, ne, wir haben es jetzt endlich mal geschafft, 5 Strikes des Gegners mal abzubekommen. Und dann steht da ein Pokémon vorne, das noch keinen einzigen Strike abbekommen hat. Und denkt sich, oh. Ja. Pech gehabt. Ja, Pech gehabt einfach. So. Mit Psy-Strählen um mich schießen. Wie viel Schaden macht die Aquavelle? 20 etwa. War das ein Crit? Natürlich war das ein Crit. Porygon. Wo warst du denn jetzt? Du warst bei 3, ne? Ne, 2. Okay. Wisst ihr, meine andere Idee war es, vielleicht Porygon Schockwelle beizubringen. Und ihn in der Arena zu benutzen. Das hat sich gerade erledigt. Das war nämlich Porygons dritter Strike. Damit hat er sich gerade geoutet. Ich ist ja noch eine. Naja, komm. Machen wir dann später. Ich gehe jetzt erstmal raus. Ist das so? Ja, so komme ich, glaube ich, raus. Ja, da lang. Ja. Fassen wir zusammen. Das Porygon, was ich eventuell benutzen wollte, ist mittlerweile wieder raus. Chalcarain, den ich auch gerne benutzen möchte, ist bei 5 Strikes. Ich glaube, die Arena wird schon ein bisschen hart. Ich weiß auch gerade spontan nicht, was ich dagegen rausholen soll. Oder was dagegen habe, was ich rausholen kann. Hm. So. Porygon. Ab auf die Outbox mit dir. Ja. Ich mache mir mal für den nächsten Part mal ein paar Gedanken, was man davon vielleicht benutzen kann. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.